Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny. Der mittlerweile schon 11. Folge, Leute. Und wie versprochen, machen wir heute mit der einen komischen Mission dort weiter. Die da wäre Mond, genau. Eine rätselhafte Störung. Die schauen wir uns heute an. Ich weiß nicht, ob ich die schon gemacht habe oder ob das diese Mission ist, ganz am Anfang, wo man das erste Mal auf den Mond kommt. Ich weiß es gar nicht. Aber ich würde sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wenn wir sie schon gemacht haben, egal, dann machen wir sie halt nochmal. Und dann würde ich sagen, werden wir auch bald mit der Essenz der Brutalität anfangen, damit wir uns dort auch dann die Waffen holen können. Da gibt es, glaube ich, so einen coolen Revolver oder sowas. So, ich würde sagen, wir starten. Und dann schauen wir mal, was das dort ist. Ah, ich glaube, das ist schon diese Mission. Ja, das ist die erste Mission. Ja, ist praktisch der Anfang, wenn man halt auf den Mond kommt, also das DLC, Festung der Schatten. Machen wir die noch schnell, weil da gibt es eine wöchentliche Belohnung. Überspringen das jetzt mal hier. Das kennen wir schon alles. Und machen wir das Bildmachgerät an. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da lasst, wenn es euch denn gefällt. Strömt aus der Festung auf die Mondoberfläche. In der Festung begannen die Störungen. Wir werden es untersuchen. Aber zuerst müssen wir eine Stellung auf dem Mond sichern. Manche von euch kennen es nur zu gut. Dauert ja nicht so lange, die Doch Mission. lasst euch nicht von Krotas Gräuel einschüchtern. Was immer das ist, die Tragödien unserer Vergangenheit werden sich nicht wiederholen. Ich mache hier gleich mal ein paar Pistolenkills, Leute, weil die brauche ich für die Brutalität hier. Für die Essenz der Brutalität. Einmal drauf. Scheint, als ob die Schar sich zurückzieht. Commander, die Schar ist kopflos, verstreut. Sie haben keinen Anführer. Krotas Tod hinterließ eine Lücke, die sie nicht zu füllen vermochten. Doch die Störungen haben sie ermutigt. Sie müssen aufgehalten werden. Wir sind dabei. Zwei Waffenkills haben wir schon bald. Die Schar strömt aus dem Portal da oben. Wir sollten es schließen. Ich
Okay, dann gehen wir gleich mal zum nächsten Portal. Das ist unsere Chance. Das Portal ist deaktiviert, Commander. Gute Arbeit, Hüter. Dank euch haben wir bald einen Landeposten aufgestellt. In der Zwischenzeit rückt weiter auf die Festung. Okay. Läuft. Hüter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Läuft. Diese Störung. Ich weiß, was sie ausgelöst hat. Wer sie ausgelöst hat. Eris Morn. Eris ist wieder auf dem Mond? Das letzte, was ich von ihr gehört habe, war, dass sie auf dem Weg zur Festung war. Ich weiß nicht mal, ob sie... Wir finden sie. Lebendig. Okay, jetzt glaube ich, kommt das mit dem Panzer. Bevor wir die Festung betreten können, musst du die Umgebung räumen. Unterstützung ist unterwegs. Commander. Hat die Vorhut von den Char-Aktivitäten auf dem Mond vor den Störungen gewusst? Wir haben ihren Fortschritt genau beobachtet, aber wussten nichts über den Zweck dieser roten Festung. Hier oben lang. Thank you.
So. Der Weg steht frei. Wir sind bereit, die Scharlach-Festung zu betreten. Finde Erz Mohn. Eris kam zu mir. Sie hatte Beweise für etwas sehr Altes auf dem Mond. Eine potenzielle Gefahr für die Menschheit. Eris bestand darauf, allein zu gehen. Sie sagte, es sei nur eine Aufklärungsmission. Und ich habe sie gehen lassen. Eris ist zäh. Das hat sie wieder und wieder bewiesen. Oft zu ihrem eigenen Nachteil. Unermessliche Abgrund. Wenn es eine Person gibt, die auf sich selbst aufpassen kann, dann Eris Mohn. Ikora? Wir haben ihr Signal verloren. Seltsam. Was war das? Okay, wir gehen einfach meinen Weg entlang. Puff. Na, ich kann mal richtig sein. Die Quelle der Störung sollte hier irgendwo sein. Na, hier waren wir schon mal. Okay. Was? Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Danach muss Eris gesucht haben. Etwas stimmt nicht. Ich fühle mich komisch. Als ob etwas oder jemand in mein Licht eindringt. Im Weg. Was ist das? Hier ist ein gewaltiger Energieanstieg. Da können wir nicht durch. Krota? Aber... er ist tot. Mach ich den! Ja.
Und wahrscheinlich die schwere Munition. Regeneriert sich? Wir können nicht gewinnen. Wir müssen hier weg. Jetzt. Hydra, komm mit mir. Okay, das ist geskriptet. Eris Morn. Was ist diese Pyramide? Du hast die Geschichten gehört. Vom Opfer des Reisenden. Wie die Dunkelheit auf die Menschheit herabsinkt. Vor uns liegt ein finsterer Rest ihrer Existenz. Hat der Reisende es abgeworfen? Oder mit Absicht hinterlassen? Es liegt an uns, die Wahrheit aufzudecken. Doch wie? Wir finden einen Weg hinein. Gut, Leute, damit würde ich sagen, war es das auch schon mit dieser Folge. In der nächsten Folge, ja, genau, das wöchentliche Ding haben wir jetzt abgeschlossen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Essenz der Brutalität an. Da muss ich aber gleich dazu sagen, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ich habe das ja schon auf einem anderen Charakter gemacht und ja, man muss halt da ziemlich die komischen Nester da alle machen und das dauert halt ein bisschen, es geht nicht so schnell, aber das werden wir hinkriegen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.